Hi Leute und herzlich willkommen zu einem kleinen Temtem-Video von mir. In letzter Zeit wurde ich äußerst häufig gefragt, hey Epi, wo hast du eigentlich deinen Nessler her? Ich kann das nirgendwo finden. Deshalb habe ich mir gedacht, ich mache euch ein kleines Video dazu, wo ihr das gute Elektrowasser-Temtem finden könnt. Ich befinde mich hier aktuell in Brikal de Mar und relativ kurz nördlich davon findet ihr einen kleinen See, den habe ich euch auf der Karte auch nochmal markiert. Die Route werde ich hier im Video ablaufen, das heißt, da müsst ihr einfach nur hinterherlaufen. Ganz wichtig dafür ist, ihr müsst surfen können. Das heißt, das erste Dojo müsst ihr erledigt haben, ansonsten funktioniert es nicht. Ansonsten werdet ihr da keinen Nessler zu Gesicht bekommen. Dazu kommt auf jeden Fall, wenn ihr es zähmt, macht euch nichts draus, es dauert ein paar Minuten, bis man es findet. Das hat eine 5%ige Chance. Und bitte, bitte greift das Nessler nicht zu hart an. Es hat die nette Attacke Kettenblitz, das heißt, es fügt sich regelmäßig selbst Schaden zu. Und wenn ihr da eins gefunden habt und es nur noch 10 oder 15% Lebenspunkte hat und auf einmal kommt da ein netter Kettenblitz von ihm, dann tötet es sich selbst und ihr ärgert euch umso mehr. Das heißt, nehmt relativ viele Tem-Karten mit und versucht euer Glück mit relativ hohen Lebenspunkten. Das ist nur eine Empfehlung von mir. Ich habe schon viele gesehen, die haben einfach risky drauf los angegriffen, aber das ist jedem selbst überlassen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Glück und viel Spaß mit eurem Nessler. Secure.